Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ja, hier wird fleißig weitergebaut, unsere Straße. Wobei, das ist gar nicht richtig. Die ist nämlich jetzt fast fertig gebaut. Nee, lass mal eben schauen. Nee, da braucht es noch ein bisschen Kies. Das heißt, wir können die hier auch noch nicht beauftragen. Ah, da wird der Kies aber gerade angeliefert. Jetzt müsste er vollständig sein. Dann wird jetzt, Moment, dann können wir jetzt gucken, dann wird nämlich jetzt ein Bagger losgeschickt. Und der müsste eigentlich, ne, wir haben ja gesagt, die Bagger werden ab sofort auf den LKWs transportiert. Müsste der hier gleich aufgeladen werden. Schauen wir mal, ob das passiert. Na? Bisschen vorspulen. Muss der Kipper jetzt erst zurück sein oder wie läuft das hier? So, der Kipper ist zurück. Okay, also es passiert nicht. Das heißt, wir haben wieder das Gleiche wie hier schon beim Museum, oder was ist das? Ja, Museum der Republik. Da ist die Straße auch nicht weitergebaut worden. Und jetzt haben wir hier und hier, ja gut, da brauchst du noch ein bisschen Kies, aber hier wird nicht gearbeitet. Keine Arbeiter oder Baufahrzeuge. So, das Konstruktionsbüro ist beauftragt. Ja. Und das ist alles da. Moment, Bus und Arbeiter? Kann das sein? Ha. Kann es sein, dass wir doch Arbeiter für dieses Büro brauchen? Arbeiterquelle, das... Oh, wenn das so wäre... Machen wir das denn dann am geschicktesten? Quellgebäude. So. Fehlender Bus. Jetzt brauchen wir noch einen Bus. Das heißt, dieses hier kriegt einen eigenen Bus. Und dann nehmen wir, ja, dann nehmen wir einen kleinen. Hier 7 ist vielleicht, ja. 60, 40. Schade, dass es nichts dazwischen gibt. Also zwischen 7 und 40. Irgendwie, was weiß ich, 14 oder 20. Aber nein. So, jetzt wartet mal. Wir gucken mal bei den Modfahrzeugen. So, Sekunde. Workshop, Gebäude sind das natürlich nur. Da sind keine Fahrzeuge drin. Die werden schon hier angezeigt und ich habe keine Busse. Ja, gut, okay. Pass auf, wir nehmen den hier. 7 Passagiere, so. Jetzt geht's los. Okay. Der Bus holt Arbeiter von hier. Naja, da warten ja immer welche. Wenn der da jetzt 7... Ist gerade ein neues Fahrzeug verfügbar geworden. Das ist aber ein Krankenwagen. Ich dachte schon, das wäre ein Bus. Das wäre ja wohl der Witz in Tüten gewesen. Aber alles gut. So, der holt jetzt Fahrzeuge und bringt die zur Straße. Und dann... Ja, machen die das denn jetzt von Hand? Da muss doch eigentlich ein Bagger kommen. Hier hat es doch auch ein Bagger gemacht. Aber hier sind die Arbeiter vielleicht direkt hingelaufen. Aber hier sind eigentlich auch Arbeiter vor Ort. Das ist ja hier direkt um die Ecke. Hm. Ich bin ganz ehrlich, so ganz verstehe ich es nicht, aber wer von euch da einen Durchblick hat, der kann es mir gerne sagen. Fakt ist, dass dieser Bus jetzt 7 Arbeiter hat. Und da bleiben wir jetzt auch noch eben dabei. Der fährt jetzt hier auf der Straße zur Baustelle. Ja, genau. Überholen und durch die andere... durch das andere Fahrzeug durch, dann kann man auch auf der gleichen Spur durch das Fahrzeug durchfahren. Na gut, okay, sind die hier Arbeiter? Und jetzt arbeiten die hier ohne Baufahrzeuge oder was? Jetzt arbeiten die hier ohne Bagger. Man sieht's ja nicht, ne? Aber es wird gearbeitet. Hier sehen wir ja, dass der Fortschritt weitergeht. Holt der noch mehr? Der holt noch mehr, okay. Ja, wäre ein größerer Bus vielleicht auch besser gewesen. Ich frage mich wirklich, warum jetzt hier bei dieser Straße nicht einfach da geht's vorwärts. Ich frage mich wirklich, warum hier nicht einfach ein Bagger genommen wird. Ich meine, dafür haben wir sie doch. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Also, wenn ihr hier wisst, warum das nicht mit dem Bagger funktioniert, dann dürft ihr mir das sehr, sehr gerne sagen. Ich stehe hier nämlich auf dem Schlauch, offen gesagt. Und gut, hier ein paar Arbeiter sind schon wieder weg. Hier sind jetzt auch noch welche hingebracht worden. Da kommt schon der nächste Bus mit 7 Arbeitern. Mal gucken, wo geht der hin? Offensichtlich auch an diese Baustelle. Ja, dann wird der Weg auf jeden Fall schneller fertig. Jetzt sind hier gleich nur 14 Arbeiter. Ja, und das geht dann ruckzuck. Da ist jetzt nur noch ein Arbeiter. Jetzt ist der letzte Arbeiter auch nach Hause gegangen. Okay. Also, da hätte ein größerer Bus mehr Sinn gemacht. Wir hätten hier ja noch einen stehen. 52 ist natürlich auch richtig viel, ne? Ja, aber egal. Wir weisen... Ist voll. Okay, da muss ich erst den einen Bus da rausnehmen. Mikrobus. Der geht dann hier hin. Der geht da hin. So. Dann fährt er da jetzt hin und holt die Arbeiter. Und der müsste... Ja, der hat jetzt 7 Arbeiter drin. Das ist doof. Die hat er hiervon abgezogen. Die verschwinden aber, ne? Nach einer Stunde ungefähr sind die raus aus dem Bus. Egal, ob der Bus dann ein Ziel erreicht hat oder nicht. So, okay. Also der große Bus nimmt jetzt mehr Arbeiter mit. Hoffentlich bleiben genug Arbeiter für die anderen Baustellen da. Immerhin, wenn man das mal so sieht, unsere Arbeitslosigkeit ist runtergegangen auf 26%. Das liegt aber daran, dass wir jetzt so viele Leute haben. Es sind nämlich immer noch ungefähr 400 Leute, die einfach keinen Arbeitsplatz finden. Wie gesagt, ich finde das sehr irritierend. Und dann wurde mir gesagt, ich solle hier einfach mehr Busse zur LPG schicken. Dann würden da auch mehr Arbeiter kommen. Naja, ob das wirklich funktioniert? Also, ich bin bereit, es zu versuchen. Jetzt müsste ich nur mal schauen, welche Busse wir einsetzen, damit wir nicht... Ach, wir haben eh schon unterschiedliche. Ah, dann nehmen wir noch einfach hier so einen ZIL-158 dazu. Ich glaube, der war auch nicht ganz so groß. ZIL, der hier 60 Passagiere. Ne, komm, dann nehmen wir den hier 52. Ah, ne, macht nicht wirklich Sinn. Wir nehmen jetzt den. So, und dann gehen wir wieder auf die Linie LPG. Und dann fügen wir wirklich noch einen Bus dazu. Okay, fertig. Bus starten. Los geht's. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Ob dann hier die Bushaltestelle angeregt wird, mehr Arbeiter anzuziehen. Zu wünschen wäre es uns, ja. Wir haben aber noch einen anderen Punkt offen. Nämlich die Exportstrecke, oder ja, ist eigentlich nur ein kleines Anhängsel hier, des Treibstoffs. Die Verladestation ist schon da. Und wir haben, ja, wir haben relativ viel Bitumen und Treibstoff auch schon hier drin. Interessanterweise wird das einfach angezeigt, was in den angegliederten Speichern ist. Das ist auch in Ordnung. Und meine Idee war, dass wir einen Kombizug machen. Wir haben ja den... Wo ist der jetzt wohl? Da, der fährt gerade weg. Nee, das ist der falsche. Das ist der, den wir noch kleiner machen wollen. Ja, da ist er. So. Der fährt aber auch gerade rüber. Wenn wir den nehmen und da, den beladen wir ja eh nur 20%. Wenn wir da einfach nochmal 3 Anhänger oder sowas abhängen und dann noch 2 Anhänger, die, ja, 2 Anhänger für Flüssigchemikalien, dann könnten wir den nämlich von hier dahin fahren lassen und dann zum Zoll und dann wieder zurück hierhin, dahin, Zoll. Hierhin, dahin, Zoll. Und dazu müssen wir einfach nur hier noch ein Stückchen Gleis legen. Das ist das Einfachste, was geht. So, und ich hoffe, dass wir hier rauskommen. Wir fahren ja hier immer nur aufs untere Gleis, dann bleiben wir mal auch dabei. Und, okay, wir müssen natürlich irgendwo über die Straße. Zum Beispiel hier. Und dann... Und dann da dran. Fertig. So einfach ist das. Mit Dollar jetzt gebaut. Ich schalte mal wieder um. Auf Kauf von Konstruktions- und eigenem Material. Ja, und jetzt, jetzt ändern wir einfach nur die Route für den Zug. Ach, schade, dass ich ihn ausgeblendet habe. Wir gucken mal eben, was das hier ist. Ne? Das ist ein Krankenwagen. Der RF 977.
ist der denn viel besser? Wir haben ja jetzt den hier im Einsatz immer, den FZK A07 aus Polen. Der hier kommt aus der lettischen SSR. Oh nein, ich wollte ihn noch gar nicht kaufen. Ein Passagier, 90 km/h. Ist im Grunde genau das gleiche. Er hat ein bisschen weniger Motorleistung. Er ist aber genauso schnell. Aber auch genauso teuer. Jetzt hat das Krankenhaus halt noch einen Krankenwagen. Ist okay, komm. War nur 1700 Rubel, das können wir verkraften. Wir müssen unseren Zug wiederfinden. Liste der Fahrzeuge und Gebäude. Das Icon ist nicht so sprechend, würde ich sagen. So, ganze Karte. Aha. Ja. Interessant, wo sind die anderen Waggons? Wo sind unsere Stückgutwaggons für die ganze Karte? Diese Lok, Güterwagen. Verstehe ich nicht. Das hier? Das sind doch keine Schüttgutwagen. Das sind doch Container. Oder bin ich jetzt total verrückt? So, wir haben Güterwagen. Schüttgutwagen, so. Aber die anderen Sachen werden über Güterwagen transportiert. Die haben wir, glaube ich, genommen. Oder die älteren. Nee, die haben wir genommen. So. Warum wird er jetzt hier in der Übersicht nicht angezeigt? Wenn ich auf Liste der Züge gehe, auf alles gehe, auf ganze Karte gehe. Die beiden Loks werden mir angezeigt. Und die 5 Güterwagen. Ah, Moment. Das sind diese hier. Und dann habe ich nichts gesagt. So, das ist der, den wir brauchen. Der kommt jetzt gerade zurück. Den schicken wir jetzt ins Depot zum Umrüsten, mal wieder. Und da warten wir auch eben drauf. Gucken, wo der unterwegs ist. Fahren die mit Lichter? Ja. Das ist der Richtige. So, wie gesagt, den bauen wir um. Der kriegt nochmal Flüssigtanks dran, Tankwagen. Und ich würde mal sagen, dass wir so, ja, maximal, ja, wir nehmen, nee, wir fangen wirklich klein an. Wir nehmen einen Tanker pro Gut, also einen für Treibstoff, Kraftstoff und einen für Bitumen. So, und wir machen den ein bisschen kleiner. Wie viel passt da immer rein? 60, ne? 60. Dann sind das 120. Dann lassen wir das so. Und jetzt noch einmal Güterwagen und dann Tanker. 1, 2. So, jetzt müssen wir den aber auch konfigurieren. Advanced. Hier kommt nur Kohle rein. Das ist aber durch die Strecke vorgegeben und hier sagen wir erstmal der nur Öl und der nur Bitumen. So, das gibt uns... Ja komm, dann konfigurieren wir die anderen auch, dann ist das auch wirklich eindeutig. Kohle, Kohle und dann haben wir es. So, 120 Tonnen Kohle und 60 Tonnen Öl können wir... Ich habe Öl gewählt. Ja, Tatsache. Treibstoff ist das Richtige. Treibstoff und Bitumen. Gut, gut, dass ich es noch gesehen habe. Ah ja, und die Linie anpassen. Will heißen. Export Kohle. Flüssigchemie, das ist jetzt... Oh, oh, der Schnee ist weg. Wir haben wieder grüne Landschaft. Oh, ist das schön. Da mache ich gleich mal Pause hier.
So, Änderung speichern. Wir fügen hinzu. Jetzt müssen wir die richtige Reihenfolge natürlich auch haben, ne? Das Doofe ist, wir können das nicht nach oben oder unten schieben. Das heißt, wir müssen das erst. Okay, wir löschen. Wir löschen das. Das Zollhaus löschen wir auch. Und dann fangen wir neu an. Nämlich beim Öl. Dann kommt das. Und dann kommt erst. Mein Gott. Das. So, wir sagen, wir laden 100% von allem. Bei. Rohstoffe laden wir auch 100%. Und beim Zollhaus sagen wir entladen, warten bis entladen. Das wäre so mal alles. Interessant, dass hier keine Güter angegeben werden. Warum ist das so? Haben wir da was. Haben wir da was falsch jetzt? Nee, es ist alles gut. Also, Ölkraftstoff. Ich benenne mal kurz die Bahnhöfe um. Das ist Wolfshausen. Bitumen und Kraftstoff. Das heißt hier tatsächlich Treibstoff. Da nennen wir es auch Treibstoff. Und dann nennen wir das Ding hier noch um in Wolfshausen Kohle. So, und dann gucken wir uns die Linie jetzt nochmal an. So, von Wolfshausen Bitumen und Treibstoff beladen 100% von allem nach Wolfshausen Kohle beladen 100% von allem und dann weiter nach Prostelitsch zum Zollhaus und 100% entladen. So, der Zug ist im Depot. Das ist alles richtig. Kommen wir hier raus. Der Zug ist im Depot. Wir sagen ihm, dass er jetzt. Was ist denn das hier? Hier ist ja alles falsch, der Zeitplan. Okay, hier ist unsere Linie und hier ist die individuell erstellte Linie Wolfshausen Kohle Prostelitsch und da ist ein Fahrzeug drauf. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Linie Kohle und Flüssigchemie und sagen Linie auf Fahrzeug setzen und wählen dann dieses Fahrzeug aus. Ach, das geht so nicht. Dann machen wir das anders. Ach Gott, das ist ja total blöd. Von Linie entfernen, so. Kohleflüssigchemie. So geht's, okay. Und dann wollen wir hier starten. Das heißt, ja, fahr mal los. Er fängt sowieso vorne an, weil die Linie neu ist. Und dann werden wir sehen, wenn ich die Pause deaktiviere, dass der Zug jetzt hier durchfährt und sich den Treibstoff holt. Und wir bleiben jetzt einmal dabei, bis er hier durch die Kohle durch ist, um zu sehen, dass es funktioniert. Ich mach mir da keine Sorgen, dass das funktioniert, aber trotzdem. So, hier kommt jetzt Treibstoff und Bitumen. Jawohl. Beides gleichzeitig gefüllt und da kriegen wir gutes Geld für. Oh, ist der Treibstoff schon leer? Nee, eigentlich nicht. Es sah eher so aus, als ob es hier langsamer wird, aber das ist, sobald es zweistellig wird, ohne Komma, dann läuft es halt ein bisschen langsamer. Und schaut euch mal an, was wir dafür bekommen.
Das sind ja, ja bestimmt 20.000 gleich. 18.000. Das ist völlig okay. Und die Reserven sind noch gut. Wir könnten mehr, aber wir lassen die jetzt erstmal fahren. Na, mal schauen, wie sich's einpegelt. Und jetzt wird noch Kohle hinzugenommen. Und dann nimmt er 120 Tonnen und die haben wir auch locker da. Jetzt haben wir wieder so viel Kohle. Jetzt könnte man schon fast wieder einen Anhänger dranhängen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass ich es lieber nicht mache. So. Und bis er jetzt die 120 Tonnen geladen hat. Ja, es geht relativ schnell. Also schneller als die Flüssigkeit auf jeden Fall. Und wo kommen wir ausgeschätzt bei 23.000? Na, 22.000. Auch gut. Ich bin zufrieden. Das sind gute Exporte. Alles klar. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Lasst mir gerne Feedback da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.